Metalle kennen wir alle aus unserem Alltag. Doch wer ist eigentlich für die Herstellung und Verarbeitung verantwortlich? VerfahrenstechnologInnen Metall sind für die Herstellung von Halbzeugnissen aus Stahl, Eisen oder anderen Metallen zuständig. Je nach Fachrichtungen sind sie mit unterschiedlichen Metallen und Aufgaben betraut. Was sie allerdings alle gemeinsam haben, ist die Qualitätsprüfung der Materialien, das Bedienen von Maschinen und Anlagen, um die Metalle in die richtige Form zu bringen und die Steuerung aller dafür notwendigen Arbeitsprozesse. Beispielsweise bringen sie die Öfen auf die richtige Temperatur, schmieden verschiedene Bauteile zusammen und regulieren das Abkühlen der Metalle. Die Ausbildungsdauer beträgt 3,5 Jahre. Du kannst mit einem durchschnittlichen Verdienst im ersten Jahr mit 980 Euro, im zweiten Jahr 1030 Euro, im dritten Jahr 1110 Euro und im vierten Jahr mit 1200 Euro rechnen. In diesem Beruf kannst du dich darauf einstellen, dass du im Schichtdienst arbeitest und vor allem in Stahlwerken und Gießereien eingesetzt wirst. Potenzielle Aufstiegsmöglichkeiten für dich wären TechnikerIn, MeisterIn oder auch FachwirtIn. Weitere Infos hierzu findest du im Link in der Videobeschreibung. Die Ausbildung läuft dual ab. Demnach erlernst du den Beruf sowohl in der Berufsschule als auch im Betrieb. In der Schule setzt du dich im ersten Jahr mit der manuellen und maschinellen Fertigung von Bauelementen, mit der Montage von Baugruppen und mit der Instandhaltung von technischen Systemen auseinander. Im zweiten Jahr lernst du, wie du steuerungstechnische Systeme installierst und in Betrieb nimmst, wie du metallurgische Prozesse und Umformungsprozesse durchführst und wie Stoffe vor- aufbereitet und gelagert werden. In den Fachrichtungen Eisen- und Stahlmetallurgie und Nicht-Eisenmetallurgie ist das Erzeugen von Werkstoffen eines der Themen im dritten Jahr. In den Fachrichtungen Stahlumformung und Nicht-Eisenmetallumformungen lernst du, wie du Produkte durch Umform herstellst. Unabhängig von den Fachrichtungen setzt du dich im dritten Jahr außerdem mit der Veränderung von Werkstoffeigenschaften und mit der Instandhaltung der Produktionsanlagen auseinander. Im vierten Jahr beschäftigst du dich noch mit der Bereitstellung der Produkte und mit der Überwachung und Optimierung der Prozessqualität. Die Abschlussprüfung ist in zwei Teile gegliedert. Den ersten Teil absolvierst du am Ende des zweiten Ausbildungsjahres. Er besteht aus praktischen und schriftlichen Aufgaben. Der zweite Teil am Ende der Ausbildung besteht aus drei schriftlichen Prüfungsbereichen und einer praktischen Aufgabe inklusive eines Fachgesprächs. Außerdem musst du während der gesamten Ausbildungszeit ein Berichtsheft führen, das regelmäßig von deinen AusbilderInnen überprüft wird. Hast du alle Prüfungen bestanden, bist du staatlich anerkannter Verfahrenstechnologe Metall oder staatlich anerkannte Verfahrenstechnologin Metall. Voraussetzungen für diesen Beruf sind zum Beispiel, dass du in den naturwissenschaftlichen Fächern zumindest befriedigende Leistungen und idealerweise die mittlere Reife, also den Realschulabschluss, vorzeigen kannst. Körperliche Belastbarkeit, gute Reaktionsfähigkeit und Interesse an handwerklich-technischen Zusammenhängen sind wichtige Eigenschaften für VerfahrenstechnologInnen Metall. Ohne die wird dir der Arbeitsalltag sehr schwer fallen. Auch die Fähigkeit, sorgfältig zu arbeiten, wird von den Ausbildungsbetrieben gerne gesehen. Alle zusammengefassten Infos findest du hier. Mehr Infos zum Beruf findest du in der Videobeschreibung. Wenn dir der Beruf gefallen hat, schreib es uns gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns doch gerne ein Like und Abo da. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein Video zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.